Hallo liebe Leute, das ist der Kanal für euch. Du hast das Pyramidalist-Projekt gefunden. Das ist der Informationskanal für Minecraft, Tekkit, Tekkit Lite, FeedsBeast, Mods, Plugins, Texture Packs, Serverkonfigurationen. Ich lade dich ein, mit uns das Projekt voranzutreiben. Join the Pyramidalist-Projekt und nutze den Link in der Videobeschreibung unten. So, jetzt sind wir hier bei einem etwas aufgeregten Herrn, der seine Bibliothek verteidigen möchte gegen diese grausamen, brutalen Zombies, die hier draußen herumlaufen. Und wir sind in FeedsBeast Unleash 1.1.5 für die Minecraft-Version 1.5.2. Und wir hoffen, dass wir diesem Herrn jetzt hier ein bisschen helfen können, indem wir ihn unterstützen bei seiner Sorge um sein Haus und die anderen hier können sich offenbar selbst verteidigen. Die haben da mehrere Bewohner, die sich hoffentlich gegen die Zombies wehren können. Denn wir wollen ja was ganz anderes. Wir wollen uns anschauen, wie wir unser Serverpack hier installiert bekommen. Und das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, indem ich, ich werde jetzt mal einen Schnitt machen, weil ich weiß, bei diesen Aufnahmen passiert immer das eine oder andere. Und das läuft alles manchmal nicht so, wie ich es gerne hätte. Zumal ich auch einen neuen Bildschirm habe und da ist das mit den Formaten eh alles schwierig. Also ich versuche es mal und schlimmstenfalls ist dann halt ein Schnitt. So, mit dem Schnitt, das hat natürlich nicht ganz so gut geklappt. Einfach rüberblenden, aber ich hoffe, ich habe es jetzt halbwegs im Griff. So, wir sind jetzt hier auf der Seite von unserem Wiki und ihr könnt natürlich die Serverpacks direkt downloaden, indem ihr hier auf dieses Logo klickt. Aber man kann eben auch über das Inhaltsverzeichnis gehen. Das mache ich jetzt mal, damit ihr seht, wie umfangreich im Augenblick das Projekt ist. Es sind natürlich viele, viele Seiten und Unterseiten. Und ganz zum Schluss steht halt Server. Auch hier kann man wieder das Logo anklicken oder eben, man kann eben auch hier diesen Link nehmen. Und dann ist man auf der Seite, wo die Serverpacks sozusagen andiskutiert werden. Da gibt es natürlich ein paar Hinweise. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man als OP oder Admin natürlich nicht nur die tollen Rechte hat, ne, sondern man hat vor allen Dingen ein anderes Hobby. Also das Hobby ist dann nicht mehr Minecraft spielen oder Tekkit Lite, FeedsBeast oder sonst was alles, sondern das Hobby ist dann, ich bin Server-Admin. Denn das ist eine Aufgabe, die viele Stunden am Tag erfordert und sich ständig damit beschäftigen, wie man den Server besser und schneller und sicherer und sonst was alles machen kann. Gut, also das steht hier so ein bisschen und dann kann man natürlich wählen, hier, welche Serverpacks da gerade aktuell sind. Klicken wir mal drauf, dann stellen wir fest, es gibt also im Augenblick zwei, es wird noch viele geben, also von die verschiedenen Versionen von FeedsBeast und Tekkit und Tekkit Lite und wie sie alle heißen. Und natürlich machen wir auch Hunger Game Maps und nicht nur die Maps, sondern auch Server dazu. Und Adventure Maps mit einem entsprechenden Server dazu und also verschiedenste Ideen und Schwerpunkte auch. Also das werden wir dann im Laufe der Zeit entwickeln und das hier ist jetzt sozusagen ja das FeedsBeast Unleashed 1.1.5 für Minecraft 1.5.2, das hier. Hier zum Tutorial kommt man natürlich jetzt im Augenblick noch nicht, weil das gibt es ja noch nicht, das nehmen wir ja gerade auf. Aber hier, da steht das schon zum Beispiel. Aber das kann man jetzt mal hier unten anklicken. Da kann man sich diesen Server downloaden. Das habt ihr vielleicht schon gemacht. Also hier diese Download-Zip. Einfach downloaden und fertig. Und ja, mit dem fertig ist das so eine Geschichte. Also ich mache das mal, zeige euch. Muss man natürlich hier Datei speichern eingeben und dann irgendwie auf OK. Ich hoffe, das solltet ihr wissen. Also jedenfalls als Admin, wer das nicht weiß, der hat dann irgendwo, sollte mal nochmal wieder bei den Grundregeln anfangen. Gut, wir haben das dann also downgeloadet. Da switche ich jetzt mal hin. Wenn mir das gelingt, schauen wir mal. Dann sind wir nämlich da. Da haben wir hier diese ZIP-Datei downgeloadet. Das heißt, diesen einen Höher muss ich da, glaube ich. Ach, hier oben ist das. So, da. So, hier ist die ZIP-Datei. Und ja, diese ZIP-Datei habe ich dann eben angeklickt. Da kann man die dann eben entpacken, solltet ihr machen, denn ihr müsst die ein bisschen bearbeiten. Da sind also jetzt verschiedene Dateien drin. Fangen wir mal einfach oben an. Wobei hier oben nicht die Ordner meint, sondern diese erste Datei hier. Also halt erst hier lesen. Das ist eine Datei, in der dann sozusagen aktualisiert immer die Infos drinstehen, die im Laufe des Verwendens dieses Serverpacks entstehen, irgendwelche Bugs, irgendwelche
komplizierten Dinge, die dann nicht richtig laufen oder besser gemacht werden können oder Änderungen oder was der Teufel was. So, dann gibt es natürlich die Bandplayers und so, da müsst ihr euch damit beschäftigen oder auch hier diese YAML-Dateien. Das ist eine Frage, wie weit ihr dann einsteigen wollt. Der Server steht und läuft erstmal. Hier unter OP, da habe ich natürlich jetzt sozusagen mich mal eingetragen, aber nur als Beispiel, dass ihr halt seht, guck mal, da könnt ihr euch natürlich eintragen und mich rausschmeißen, wie ihr es gerne möchtet. So, dann ist natürlich hier die Server Properties, die ist wichtig, die öffne ich auch mal direkt. Und zwar haben wir dann jetzt hier sozusagen den Inhalt, diese Raute-Tasten hier, das sind so Kommentarzeilen. Das könnte man also hier auch machen, aber gut, hier stehen jetzt ein paar Fragezeichen. Da müsst ihr dann eure Server-IP eingeben, also irgendwie von dem physischen Server, den ihr habt. Wenn ihr irgendwie einen im Internet gemietet habt bei irgendeinem Anbieter, dann wird er euch diese IP natürlich nennen. Oder ihr müsst halt die von eurem Computer oder von der Maschine oder was auch immer da eintragen. Ja, was haben wir hier noch, was wichtig ist? Mal kurz gucken. So, mal schauen, was haben wir denn? Das ist also alles Whitelist. Ah ja, Whitelist, das solltet ihr euch überlegen. Zumindest in der ersten Woche oder in den ersten Tagen oder Stunden, wenn ihr den Server, also dieses Serverpack installiert habt, solltet ihr das whitelisten und mit ein paar Freunden mal so testen, wer da was und ob das alles funktioniert. Ja, dann haben wir, gut, das müsst ihr euch auch überlegen, hier Hardcore, ob ihr das haben wollt oder nicht. Dann PvP-Faults, könnt ihr auch True reinschreiben. Das ist eine Frage, wie ihr den Server betreiben wollt. Ja, auch mit Difficulty hier, ne? Es ist einfach oder schwierig oder noch schwieriger oder ganz unmöglich. Da müsst ihr also 1, 2, 3 und so weiter. Na gut, überlegt ihr euch halt mal. Ja, dann maximale Player-Anzahl. Das könnt ihr auf eurem Computer natürlich machen, wie ihr wollt, aber im Internet gibt es natürlich den einen Anbieter, der sagt, ja, kannst du reinschreiben, was du willst. Und der andere Internetanbieter sagt, ja, kannst du reinschreiben, was du willst, ist sowieso egal, denn wir schreiben bei der Veröffentlichung eh nur das rein, was du bei uns gebucht hast. Das ist eine Frage, muss man halt gucken. Dann ist natürlich jetzt hier auch noch, was haben wir hier noch, was interessant und wichtig ist. Ja, Spawn Protection müsst ihr euch überlegen, wie groß das ist. Müsst ihr euch hier überlegen, was ihr für ein Motto des Tages reinschreiben wollt oder auch nicht. Ne? Das ist immer so eine Geschichte. Und dann, gut, das steht hier natürlich unter True, also Online-Mode. Das heißt, also auf diesen Server würden normalerweise nur Leute kommen, die auch das Original Minecraft gekauft haben. Wenn ihr hier Faults reinschreibt, hat er so richtig einen Cheat-Server, also da kann ich nur dringend von abraten. Außerdem ist es eine schöne Sache, das Spiel zu bezahlen, damit Mojang das weiterentwickelt und die Bugs endlich irgendwann hoffentlich mal aufhören. So, okay, das war jetzt diese Server Properties. Die Startbat, die braucht ihr natürlich. Wenn ihr da eine eigene Maschine für habt, dann ist das die Startdatei, mit der ihr den Server startet. Und bei dem einen oder anderen Provider im Internet braucht ihr das aber nicht, da ist die zwar da, aber stört nicht, denn die machen das ohnehin automatisch für euch. So, dann haben wir natürlich die ganzen Mods, die sind natürlich, ja, das ist eine riesenlange Liste. Können wir mal kurz reinschauen. Bei dieser Liste ist bemerkenswert, dass wir also hier die Gravity Gun normalerweise, die haben wir hier umbenannt, damit sie nicht genutzt wird, weil das eben nicht so toll ist. Und dann haben wir hier auch die Mistcraft, ach, die ist gar nicht mehr hier drin, die haben wir gelöscht, weil das einfach zu serverlastig ist. Das Ganze gilt auch für Dimensional Doors, die haben wir rausgeschmissen, weil sonst explodiert euch der Server. Ja, also da gibt es natürlich immer Spieler, die völlig unvernünftig mit diesen Dingen umgehen. Und das kann man anders machen, nämlich, ich gehe mal hier wieder ein, ja, ist ja gut, so, das ist immer also hier bei den Mods war man. Das kann man geschickter machen, nämlich über Plugins, nämlich mit dem Plugin, wo ist es, Multiverse Core. Da könnt ihr dann neue Welten adminmäßig erstellen. Müsst ihr euch da die entsprechende Anleitung im Internet mal angucken. Ist natürlich vieles englischsprachig und da müsst ihr sowieso mit dem Englisch auskommen. Das geht ja gar nicht anders.
Ansonsten, wir helfen natürlich gerne, auch 365 Tage, 24 Stunden im Jahr. Ja, das können wir immer machen. Nur Weihnachten, sagen wir zwischen 18 und 24 Uhr, ist der Service eher schleppend. Und Ähnliches gilt natürlich auch Silvester, Neujahr, sagen wir zwischen abends um 9 bis nachts um 3. Ja, also da, ja. Ansonsten sind wir eigentlich gut erreichbar. Da kommen wir gleich noch vielleicht drauf, wie das genau geht. Also das ist mit Multiverse Core, könnt ihr das machen. Dann wollte ich jetzt, ja gut, wenn wir hier schon bei den Plugins sind, dann gucken wir mal durch. Core Protect, das ist natürlich eine wichtige Geschichte, dann könnt ihr nachgucken, wer den Mist bei euch baut. Essentials müsst ihr, klar, es ist eine Grundeinstellungsgeschichte, die solltet ihr haben oder durch entsprechende andere Plugins ersetzen, das halte ich aber für schwierig, also in diesem Server Package ist das halt so. Grief Prevention ist ein sehr gutes Protection-System, da, also das ist schon wirklich nicht schlecht. Group Manager ist klar, da müsst ihr euch überlegen, welche Gruppen es gibt. Wir haben hier natürlich ein paar Voreinstellungen gemacht, da müsst ihr dann mal gucken. Item Restrict, das funktioniert nicht richtig. Wir haben es hier drin, vielleicht findet ja einer mal den Weg, dass es ordentlich läuft und sagt uns, wie es geht. Aber das ist eigentlich von der Idee eine tolle Geschichte. Reservations, ja, das will ich euch kurz anzeigen, hier Config. Das ist ein System, wenn der Server voll ist, dann wollen da vielleicht noch andere drauf und dann ist hier dieses System eingestellt, dass die Leute drauf können und dann wird ein Rang niedriger vom Server gekickt. Ja, also wenn jemand, Premium ist oder VIP, dann darf der drauf bleiben und die normalen Bilder fliegen raus. Also hier, der Owner darf immer, die Admins natürlich sowieso, die Premiums haben natürlich bevorzugte Rechte, ist logisch. Dann kommt aber eine große Lücke, nämlich dann kommt der VIP erst mit 5. Und die 4, die haben wir gesagt, kriegt der Default, damit der Default nicht sofort gekickt wird. Wenn ein neuer Spieler kommt, der den Server noch gar nicht kennt, der soll dann wenigstens die Chance haben, mal zu gucken, was ist denn das hier. Ja? Und wenn er sich dann da umgeschaut hat und die Regeln gelesen hat und das gut findet, dann wird er dann irgendwann zum Bilder und dann hat er die 6, dann fliegt er natürlich relativ schnell raus. Denn der VIP ist dann wieder höher und der Premium sowieso. Also wir haben also sozusagen die Bilder hier von der Rang her unter den Default gestellt, damit die Default-Leute eine Chance haben, den Server kennenzulernen. Jo, das ist so das, was wir uns hier für dieses Plugin überlegt haben. Dann haben wir hier Self-Promote. Das ist wichtig, denn das müsst ihr einstellen. Wenn ihr das nicht einstellt, kommt ihr selbst auf euren Server nicht. Und zwar müsst ihr hier so eine Art ja, Passwort euch überlegen. Hund, Katze, Maus, egal. Ein Passwort. Und dann müsst ihr euch überlegen, in welche Gruppe dann der Spieler kommen soll, wenn der das Passwort richtig eingegeben hat. Und ja, ihr könnt natürlich also dieses Passwort ändern und die Gruppe, das müsst ihr euch alles ein bisschen abstimmen. Und wenn ihr das gar nicht haben wollt, dass ihr mit solchen Passwörtern arbeitet, dann müsst ihr hier unten diese Self-Promote-Jar, die könnt ihr dann einfach mit das A hier umbenennen als O, da bleibt es drin, oder könnt ihr ganz löschen, wie ihr es gerne haben wollt, dann funktioniert das halt nicht und da kommen die Spieler einfach so drauf. Gut, zu World-Edit sage ich jetzt mal nichts, wer Server-Admin sein will, der sollte World Edit beherrschen wie aus der Hosentasche und World Guard eigentlich auch. Aber da ist natürlich das ein oder andere einzustellen. Da müsst ihr halt in den Welten mal gucken. Wollte ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Was haben wir noch hier unten? Ach ja, World Border. Gut, das ist natürlich die Frage, wie groß euer RAM ist, wie viel CPU, wie viel Kapazität euer System insgesamt hat. Da müsst ihr überlegen, ob ihr die Welten von der Größe her einschränkt. Und ja, was haben wir hier noch? Wichtig, also Multiverse Core habe ich vorhin schon mal gesagt. Das ist eine Geschichte, wo ihr dann eben die Welten auch einstellen könnt und neue und löschen und sowas in der Art. Also das ist schon ganz gut. Solltet ihr euch auch mal unbedingt durchlesen. Das war jetzt so viel erstmal zu den Plugins. Jetzt gehen wir nochmal auf die Configs der einzelnen Mods ein, beziehungsweise das Eingehen ist gut. Also hier sind jetzt die ganzen vielen verschiedenen Mods drin und ihr seht also hier diese Müskraft-Ordner, der ist noch da, obwohl Müskraft selbst haben wir ja gelöscht, weil es einfach zu kompliziert und gefährlich ist.
Also hier könnt ihr euch mal durchhangeln, da könnt ihr dann Items bannen oder Items auch nicht bannen und wie auch immer. Auch hier, ja, Gabi Gun, das habe ich also auch umbenannt hier, damit es gar nicht erst genutzt werden kann. So, auf die Art und Weise müsst ihr euch aber einzeln das mal anschauen. Es ist recht wichtig, dass ihr die Zusammenhänge hier unterhalb oder zwischen den Mods beachtet. Ihr könnt nicht einfach irgendwelche IDs von irgendwelchen Items ändern, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Aber das ist nicht so toll, sollte man mal schön lassen. Ja, jetzt gehen wir nochmal zurück auf die eigentliche Homepage hier, auf dieses Ding. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass ihr Service haben könnt, also was dieses Server Packs angeht. Also da kümmern wir uns natürlich drum. Schreibt uns in die Kommentare oder schreibt persönliche Nachrichten. Oder wenn ihr jetzt noch besser haben wollt, könnt ihr gerne natürlich hier auch Partner unseres Projekts werden, in dem Sinne, dass ihr, also entweder kostet das nichts oder ihr könnt aber Geld uns geben, das ist eine Frage, müsst ihr auf diese Seite mal durchlesen, das ist ganz interessant, hoffe ich für euch und wir möchten euch helfen, soweit es geht und wenn es dann eben was umfangreicher ist, werden wir halt irgendwie gucken, wie wir mit klarkommen. Ja, soweit das, jetzt gucke ich nochmal hier auf unser schönes Spiel, was wir ja hatten. Die Bewohner sind noch da oder nein, sind alle draußen oder sind die alle jetzt gestorben in der ganzen Zwischenzeit? Na, wahrscheinlich sind die alle gestorben. Ne? Ja, ich nehme das mal alle an. Habe ich die einfach nicht geschützt, weil ich mit euch hier das alle hier im Nachbarhaus sind. Da leben ja noch welche. Ach nee, die sind gar nicht gestorben. Die haben sich nur in einem anderen Haus versammelt. Guck mal, da ist ja hier unser Intellektueller, unser Apotheker oder jeweils der wohl vorhin bei den Büchern war. Ja, das hier ist eben eine nette Welt. Schaut es euch an. Das ist also ganz interessant. Ich habe mir hier, wie gesagt, so ein Jetpack gecheatet und jetzt gucken wir uns nochmal so eine kleine Insel an. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Experimentieren mit diesem Serverpack. Wenn euch dieses Video geholfen hat, dann schreibt es in die Kommentare und liked den, abonniert den Kanal und vor allen Dingen sagt weiter, dass es ihn gibt, damit noch mehr Spieler und Admins und so in den Genuss dieser Dinge kommen. Wir machen das ja für alle und bemühen uns darum, dass es für alle auch toll ist. So, was haben wir hier? Ein Haufen Creeper. Na, das lassen wir jetzt mal. Wie gesagt, ich wünsche euch was. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder Tutorials. Und bis dahin, probiert rum, spielt schön und seht zu, dass ihr den Server, den ihr aufsetzt, auch ordentlich betreibt. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.